Na, hallo meine Lieben. Hi. Es ist endlich soweit. Wir sind mit der Baustelle fertig und alle Möbel sind angekommen. Das heißt, ich zeige euch die gesamten Möbel der Kinder. Jetzt bin ich richtig aus der Puste, weil ich mit dem Teppich die Treppe runtergekommen bin. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Luft geschnappt. Auf jeden Fall zeige ich euch heute die gesamten Möbel der Kinder. Einige, wie ihr vielleicht da hinten schon sehen könnt, wie das Bett oder der Schrank. Große Sachen haben wir schon aufgebaut, weil es einfach das Video sprengen würde, wenn wir jetzt jedes kleine Möbel oder jedes große Möbelstück aufbauen würden. Deswegen haben wir schon die großen Sachen aufgebaut, die zeige ich euch. Und dann zeige ich euch natürlich noch die kleinen Sachen, die Deko-Elemente und vieles mehr. Ich will noch nicht so viel verraten. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video, meine Lieben. Für die ganz neugierigen Füchse unter euch, in der Infobox ist eine Landingpage mit den gesamten Möbeln und Dekoartikeln, die wir ausgesucht haben, findet ihr unten. Also da könnt ihr reinklicken und da seht ihr dann gleich alles, was das kostet und so weiter. Also Lieferzeiten und so weiter. Alle Informationen sind unten, da könnt ihr raufklicken und da seht ihr einfach alles. Fangen wir gleich mit Michelles Kleiderschrank an. Der passt hier perfekt in diese... Ja, in diesem Platz, den wir da hatten, das war hier nämlich so, ja, wie man sehen kann, geht die Wand so ein bisschen nach innen. Und wir haben einen gefunden, der genau hier reinpasst, also auch von der Höhe. Der ist, glaube ich, ungefähr 2 Meter, wenn ich mich jetzt nicht so ganz irre. Und ich glaube 1,50 Meter. Also was cool ist, es gibt Kleiderschränke in allen möglichen Größen, die ihr sie braucht. Von der Höhe her und auch von der Breite. Richtig super und ich finde es cool, dass er genau perfekt da reinpasst. Er ist auf jeden Fall weiß, wie ihr sehen könnt. Also weiß wird sich jetzt mehrmals durchziehen, werdet ihr sehen. Also wir haben uns bewusst für helle Möbel entschieden, weil ich finde, es macht den Raum einfach heller und offener und ja, ein bisschen... ja, freundlich einfach. Und deswegen überall weiß. Natürlich aber mit Spiegelschiebetüren. Also warum sage ich natürlich? Ich finde es einfach, man braucht irgendwie einen Spiegel, wo man sich anschauen kann, anziehen kann. Ja, und auch für ein Mädel, das gerade so Teenager-Alter hat, das ist perfekt. Ne? Die zieht sich dann an und dann stylt sie sich. Also man kann aber auch natürlich andere Türen nehmen. Es gibt dann auch, glaube ich, so Milchtüren oder in der Farbe des Schrankes, habe ich gesehen, gibt es alles. Alles gibt es dort. Ich zeige euch mal unseren Schrank, wie er innen ausschaut. Hier haben wir eine Kleiderstange, wie ihr sehen könnt. Richtig hochwertig verarbeitet, richtig toll. Die Kleiderschranke ist auch richtig auf passender Höhe für Michelle. Die kann dann nämlich auf diese kleine Treppe raufsteigen und dann kommt sie super ran. Dann ist hier noch so ein Abteil, da kann sie auch Sachen draufgeben. Und auf der anderen Seite, der ist ein bisschen so ein schmäleres. Also wir haben das so eingeteilt, dass hier 50 ist und auf der anderen Seite 100. Und dieser Teil ist auf jeden Fall kleiner und hier kommen dann auch noch so Regalböden rein. Ja, das Innenleben fehlt halt noch. Wie ihr sehen könnt, das haben wir noch nicht reingebaut, aber das folgt. Und so schaut ihr Kleiderschrank aus. Jetzt zeige ich euch natürlich auch gleich das Bett. Das haben wir natürlich auch schon aufgebaut. Es ist 1,40 Meter groß, mal 2 Meter natürlich. Also 2 Meter sind, glaube ich, Standardlänge von Betten, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Zumindest hier bei uns in Österreich. So Standard, was sich die meisten halt kaufen. Und ich habe mir gedacht, 1,40 Meter ist einfach eine ideale Bettgröße für einen heranwachsenden Menschen. Hat jetzt Platz, sich richtig gut auszubreiten. Und ja, dann noch ein Lattenrost, wie ihr erkennen könnt. Die Matratzen haben wir noch nicht raufgetan. Die kommen dann erst später rauf, wenn dann ja alles hier richtig tippitoppi fertig ist, wenn ich dann anfange. Dann haben wir hier Michelles Schreibtisch. Der Patrick hat übrigens denselben. Wir haben hier für beide Kinder denselben genommen. Wie ihr sehen könnt, ein richtig schöner Schreibtisch. Ich finde, der schaut irgendwie so wie so ein Anwaltsschreibtisch aus. So richtig, richtig cool. Dann hat er hier so 3 Schubladen. So schaut das dann aus. Und ich mag die Griffe total gerne. Das schaut richtig so vintage irgendwie aus. Also richtig, richtig cool. Ja, und dann hat die Michelle hier noch als großes Möbelstück diese TV-Sideboard, wie das auch immer heißt, sieht man jetzt aber nicht, weil die Pakete davor stehen. Aber das werde ich euch dann beim Patrick drüben zeigen. Der hat nämlich genau denselben, nur in größer. Also ein bisschen größer. Seiner ist länger. Der von der Michelle ist 1,60 Meter. Ich fand, der passt perfekt hier für diese Wand. Und gehen wir rüber, zeige ich euch. Ja, und jetzt sind wir im Patricks Zimmer. Und das ist
Das Sideboard, den auch die Michelle drüben hat. Der von Patrick ist genau, also das schaut genau gleich aus, nur dass halt seiner 2 Meter lang ist und der von der Michelle nur 1,60 Meter. Ich finde es einfach richtig toll, hat richtig viel Platz. Beim Patrick passt das einfach viel, viel besser, dass der größer ist. Und er hat auch ein bisschen mehr Elektrogeräte mit seiner Playstation, er hat auch mehr Verstaumöglichkeiten. Ja, wirklich wunderschön. Die Türen gehen mit so einem Drücksystem auf, heißt das so, Drücksystem, auf jeden Fall richtig cool. Ja, und auch die Schubladen genau gleich. Und auf der linken Seite ist nochmal dasselbe. Wie ihr auch erkennen könnt, ist es so ein hübscher Hochglanz und ich mag das total gerne. Dann haben wir hier Patricks Bett, das schaut ein bisschen anders aus. Ich habe mir gedacht, ja, die Betten sollen sich ein bisschen unterscheiden, dass die jetzt nicht genau identisch sind. Und ich finde auch Patricks Bett wunderschön, passt perfekt zu ihm. Auch 1,40 Meter, wie ihr erkennen könnt. Und einfach richtig viel Platz, damit er hier sich entspannen kann, schlafen kann. Ja, dann steht auch hier Patricks Schreibtisch. Der muss natürlich noch rangerückt werden ans Fenster. Da aktuell steht er halt noch, weil wir noch so ein bisschen herumräumen. Und der ist halt genau derselbe, wie die Michelle den hat. Und ja, gibt nicht viel dazu zu sagen. Dann haben wir hier, das müssen wir noch aufmachen, aber man kann es ein bisschen erkennen. Die Kinder haben beide denselben. Hier einmal und hier noch einmal. Das ist dasselbe. Das ist nämlich so ein, so ein Sessel, so ein Couchsessel. Und der ist richtig cool. Den kann man nämlich ausziehen. Da kann nämlich dann jemand darauf schlafen, wenn die Besuch haben. Das kann man komplett ausziehen und da kann jemand drauf schlafen. Und ich finde den richtig schön in dieser Farbe. Aber den lassen wir noch so, weil da habe ich Angst, dass er schmutzig wird. Und im Endeffekt könnt ihr euch dann im nächsten Video die Roomtour anschauen. Da zeige ich euch alles, wie es fertig ist. Die Kinder schon eingerichtet sind, sich schon eingelebt haben. Und dann zeige ich euch das dann nochmal, wie das dann aufgestellt ausschaut. Also lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen beim nächsten Video. Dann, gehen wir auf jeden Fall mal rüber und schauen uns die Pakete an, würde ich mal sagen, oder? So, meine Lieben, aber jetzt geht's hier ran an den Speck. Jetzt schauen wir uns an, was in diesem Paketchen hier drinnen ist. Ich habe jetzt schon angefangen. Oh ja, voll schön. Da drinnen ist ein hübscher Kaktus. Schaut euch mal das an, das ist das nicht schön. Also das habe ich mir auf jeden Fall als Deko-Element, ich glaube, für die Michelle hier für ihr Sideboard ausgedacht. Und ich habe noch andere Kakteen dazu. Zeige ich euch danach. Die zwei gehören auf jeden Fall zusammen. Ich habe mir aber überlegt, die eventuell zu trennen. Also ich glaube, das war so ein Set, genau. So ein Set aus diesen zwei, ein großer und ein kleiner. Und ich dachte, dass ich, glaube ich, den kleinen zu Patrick rübergebe. Aber mal schauen. Ich werde das wahrscheinlich dann noch so ein bisschen ändern, wie es mir dann so gefällt. Ja, die Bettwäsche. Ich habe den Kindern so richtig coole Bettwäsche bestellt. Das ist so altrosa, seht ihr das? Das ist für Michelle. Die graue habe ich, glaube ich, für beide bestellt und die rosa für die Michelle. Und der Patrick hat eine dunkelgraue. Genau, die ist schon hier. Ja. Dann schauen wir mal, was da drinnen ist. Oh mein Gott, das ist so cool. Schaut euch mal das an, das ist ein weißes Einhorn. Auch zerbrechlich. Mit so einem goldenen Horn. Wunderschön. Ja, das Sideboard. Mädels lieben halt Einhörner und ich liebe es auch, am liebsten würde ich es klauen und mit draufnehmen, aber es gehört der Michelle, deswegen sagen wir mal nicht so. So, was ist da? Ah, das sind die Spannleintücher, oder? Genau, oder Bettwäsche auch. I don't know, aber auf jeden Fall Bettwäsche in Grau. Da sind die Bilderrahmen drinnen. Wow. Genau. Das sind die schwarzen Bilderrahmen. Ich habe auch welche mit Gold bestellt. Und das sind die schwarzen, die kommen dann im Patricks Zimmer. 2 Stück. So, und das sind die goldenen. Das sind die, seht ihr das? Das sind halt die mit dem goldenen Rahmen. Aber ich will die dabei jetzt noch da drinnen lassen, ehrlich gesagt. Also in der Folie, bis wir die aufhängen, weil das ist mir einfach sicherer. Ja, der Papa, der wird sich bestimmt freuen, wenn er nach Hause kommt und er findet hier einen Haufen Papier, aber sorry. Ich würde sagen, wir machen hier weiter. Das
ist auch eine Kaktuslampe, die habe ich für den Patrick bestellt. Schaut so cool auch. Das ist nämlich ein leuchtender Kaktus. Den braucht man nicht anstecken. Der hat so, also der funktioniert mit Batterien. Und ich habe mir gedacht, dass es voll cool ausschauen würde. Ah, bei seinem Sideboard. Also man merkt, Kaktusfieber ist da. Oh, schaut mal, da drinnen sind diese, wie heißen die? Ich habe so, ja, so Kunstkakteen bestellt. Leider Gottes haben außer der Papa keine, also die Michelle ein bisschen, aber auch nicht so wirklich. Fast alle haben nicht so einen grünen Daumen bei uns in der Familie, deswegen habe ich so Kunstkakteen bestellt. Fokus. Ah, jetzt. Oh, da muss ich ja doch wieder sagen, ist das nicht schön? Und das ist so ein Set aus mehreren so kleinen. So schön. Bitte schau dich das an, wie schön das ausschaut. Ich meine, das sieht doch voll echt aus, oder? Und ja, da muss man halt nichts machen. Sehr gut. Das sind wir wieder. Also ich habe jetzt kurz Akkutausch gemacht, weil der ist leider leer gegangen. Und das ist die Lampe von der Michelle. Die kommt dann auf ihr Nachtkästchen, habe ich mir gedacht. Schaut richtig cool und stylisch aus, oder? Ich liebe das ja mit diesen goldenen Elementen. Richtig, richtig schön. Cool. Ich weiß, das ist für Patrick. Das sind so Steine, wo halt so Relax steht und die kann man halt so unabhängig voneinander hinstellen. Voll schön. Und da. Ah, eine Giraffe, schaut mal. Seht ihr das? Richtig schön, oder? Und die ist auch so groß wie dieses, wie diese Schachtel. Eine Deko-Ananas, schaut mal, ist die nicht wunderschön? Ich habe jetzt nur vergessen, für welches Kind das war. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Patrick oder Michelle? Ah, hier sind, oh, ja, das ist ein Kissenbezug. Das ist so schön. Also ich habe es vielleicht noch nicht gesehen, aber online schaut es da schon richtig cute aus. Auf jeden Fall ist es ein Flauschischer. Mit einem Gesicht. Mit seinem Smiley. Oh mein, das sieht süß aus. Das habe ich mir gedacht für diesen Sessel. Oh, das schaut schön aus. Und so groß und so flauschig. Da habe ich auch zwei genommen. Kissen dazu habe ich natürlich auch bestellt. Die sind auch hier irgendwo. Dann hier noch einer. Für den Patrick und für die Michelle. Und was ist da? Laken. Ah ja, das sind die spannenden Tücher. Da sind sie. Für die Kinder. Da habe ich auch mehrere natürlich bestellt, damit man die auch austauschen kann und ja, waschen kann. Berg wird immer größer. Ach nein, das sind die großen. Ah, ja. Das sind die Kisten für die Kinder. Ich habe denen so zwei Breite genommen, wie auch ich und der Papa die haben. Also so Breite. Und da habe ich dann jeweils vier Stück genommen. Seht ihr? Weil ich finde das so komisch, wenn es ein großes Bett und dann ist nur ein Polster. Ich finde es immer so ein bisschen komischer. Deswegen habe ich ihnen jeweils zwei. Also vier Polster. So. Ja. Mache ich das wieder rein. Ah, ich sehe schon. Da drinnen, wie ihr auch unschwer können könnt, Papierkörbe, zwei Stück. Für die Kinder habe ich mir gedacht, ziemlich praktisch. Ne? Wir brauchen ja auch hier irgendwas, wo sie ihren Müll reinwerfen können. Smile every day und das fand ich so cool. Und das ist schon fertig. Seht ihr, das kommt schon so Poster mit Rahmen, was ich sehr cool finde. Hakuna Matata, das fand ich so cool. Habe ich Batterie genommen. Nerd and Intellectual Badass. Und der Batterie ist ja urgut in der Schule, also so ein kleiner Nerd. Happy me. Aber Gott sei Dank haben wir hier so einen Altpapiercontainer, wo ich das dann alles rein entsorgen kann, weil sonst. So, meine Lieben, die restlichen Sachen zeige ich euch noch so. Die habe ich mit schon alle aufgemacht. Das ist auf jeden Fall noch ein Bild für den Patrick, also für Patricks Zimmer. Mit Star Wars, mit diesem Stormtrooper. Schauen die nicht mega cool aus? Ich finde, das ist ein mega cooles Bild. Dann ist hier drinnen das Nachtkästchen, also der Nachttisch von Michelles Bett. Das ist genau dieselbe Farbe. Seht ihr? Das gehört zusammen. Das lasse ich aber so, wie es ist, weil das muss der Papa aufbauen. Und wenn ich da jetzt alles rausnehme, der schimpft dann mit mir.
Deswegen riskieren wir das nicht. Das bleibt auf jeden Fall so. Dann hier drunter haben wir für beide Kinder, also sind jetzt nur zwei Stück, dieselben Stehleuchten. Sorry. Die Stehleuchten bestellt. Ich fand die so schön. Auf jeden Fall für Patrick und für Michelle. Dann haben wir hier noch zwei Kisten voller Kissen. Das sind so kleine Dekokissen fürs Bett. Und dann auch wieder so, ja, Spannleintücher und Bettwäsche in rosa und in grau für Patrick. Dann haben wir hier noch, das sind die Canvas-Bilder drinnen, genau, für die Michelle. So schauen die aus. Ich zeige dir euch jetzt nur so ein bisschen. Das ist richtig schön, so mit Glitzer. Enjoy the little things. Und da steht so Love. Oder? Steht da Love? Ja. Also auf jeden Fall richtig schön. Das lasse ich aber jetzt noch so drinnen eingepackt. Ja, war da noch irgendein... Ja, genau. Und da drinnen, meine Lieben, da in diesen zwei Paketen sind die Sessel, also die Bürosesseln von den Kindern. Das bleibt aber auch so, weil das muss der Papa noch zusammenbauen. Deswegen greife ich das jetzt nicht an. Beides ist dasselbe. Und die Teppiche, die habt ihr auch schon gesehen, also nur so kurz. Jetzt bin ich mega aus der Puste. Auf jeden Fall habt ihr jetzt auf jeden Fall schon mal einen groben Blick von den ganzen Sachen bekommen. Hier, bei mir schaut es aktuell so aus. Ich muss das ganze Altpapier jetzt noch wegbringen. Und schaut auf jeden Fall beim nächsten Video vorbei, wo dann alles steht. Also da ist wirklich alles aufgebaut, die Kinder sind schon eingerichtet, die wohnen dann schon. Da bin ich auch schon mega gespannt, wie das dann so rüberkommt, wenn da so Bilder hängen und so. Ja, schaut auf jeden Fall vorbei und nicht vergessen, unten in der Infobox seht ihr die oder findet ihr die Landingpage. Einfach draufklicken und dann kommt ihr schon zu meiner Seite, wo ihr alle Möbelstücke findet, die ich euch gerade gezeigt habe. Und ja, unbedingt abchecken. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall unten in die Kommentare, welches Deko-Stück hat euch besonders gut gefallen. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss, meine Lieben!